Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über meinen alten schweizerdeutschen YouTube-Kanal reden, namens Michi Lux. Ich habe auf dem Kanal hauptsächlich Gaming-Videos gemacht, und zwar Funny Moments-Videos, die ich auf Schweizerdeutsch kommentiert habe. Und ich möchte in diesem Video über den Michi Lux-Kanal ein bisschen reden und auch zeigen, was ich damals für Videos gemacht habe. Das Ding ist, viele Videos, die ich für den Kanal produziert habe, sind an einem Zeitpunkt entstanden, wo ich Sturm frei hatte. Und da kam es auch dazu, dass ich in vielen Videos auch öfters rumgeschrien habe, weil ich das auch in einem Moment konnte, ohne dass sich jemand beschwert hat. Und ich habe schnell mal die Lust verloren, weiterhin Videos für den Kanal zu produzieren, weil es halt auch zeitaufwendig war und ich mich mit der Zeit dann mehr auf den Gaming Best-of Kanal fokussieren wollte. Zudem, wo ich die Videos erstellt habe für den Michlux Kanal, hatte ich auch mehr Freizeit als sonst. Hier habe ich zum Beispiel ein ARMS Funny Moments Video erstellt mit 338 Aufrufen und dann habe ich zum Beispiel noch einmal KTRs Funny Moments Video mit ein bisschen mehr als 4000 Aufrufen. Und dieses Video hat so viele Aufrufe, weil ich dieses Video als Werbung bei anderen Leuten geschaltet habe, damit halt mehr Leute auf den Kanal aufmerksam werden. Und dafür musste ich halt Geld bezahlen und das Ganze hat sich nicht wirklich gelohnt. Zum Beispiel das Super Mario 64 Funny Moments Video habe ich auch bei anderen Leuten aus Werbung geschaltet. Dasselbe mit dem Roblox Video, das habe ich auch bei anderen Leuten aus Werbung geschaltet. Aber lass uns mal zusammen auf das Roblox Video reagieren. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles in diesem Video gesagt habe. Aber ich weiß, dass ich in einem Roblox Video viel umgeschrien habe mit dem Gami zusammen, weil er war auch bei dem Video dabei. Da sieht man zum Beispiel, dieses Video hat 1991 Aufrufe, 23 Likes und 3 Dislikes. So, liebe Leute, wer spielt jetzt heute Roblox mit dem Gami zusammen? Oh, yeah. Und mit dem, dass ihr jetzt alle mental vorbereitet, wie ihr seht. Oh. So, jetzt sind wir bereit für das. Wieso sitzt der jetzt? Wieso sitzt ich schon? Wer spielt Sonic in Roblox? Und das Game ist gratis? Ich spiele Sonic gratis! Woo! Das schaffe ich, oder? Das schaffe ich nicht. Ja, du bist ein Pro, du schaffst das, komm. Oh mein Gott! I'm YouTube and God in Sonic. Ja, Mann! Ja! I'm Shadoo. Wie ich in diesem Video rumgeschrien habe. Hilfe! Ich habe so komische Geräusche von mir gegeben und habe auch nur Schrott gelabert in dem Video und irgendwie feiere ich das. Alter, Leute, ihr schafft es, das erste Level! Oh. Ja. What the fuck? Ich hab Double Crate. Ich hab Double Crate. Hallo? What's going on here? Ich glaube ihm. Ja. Okay. Ja, ihr seht, ich habe in diesem Video viel rumgelacht, viel rumgeschrien und irgendwelche komische Geräusche von mir gegeben. Ich habe auch noch ein Sonic Boom Video erstellt und auf dieses Video möchte ich auch mal mit euch zusammen reagieren. Dieses Video hat 92 Aufrufe, 18 Likes und 2 Dislikes. Das war übrigens damals mein Zimmer, bis ich dann irgendwann ausgezogen bin. Let's go! Wie die Krippe da aussieht! Wie die aussieht! Was macht bitte... Was war das für eine Lache, Leute? Diese Lache war sehr einzigartig auf jeden Fall. Das Spiel ist gut programmiert worden, weil dort ist einfach eine unsichtbare Wand. Da ist eine unsichtbare Wand, lol. Und da kann ich im Stein laufen. Nice! Nice! Da habe ich das Spiel gekauft, Mann. Wie kann ich das schon wieder machen? GG, richtig gut. Uff. Okay. So schlimm hatte ich das doch nicht mehr in Erinnerung, diese Videos. Jo! Was? What the fuck passiert da? Was passiert?
Okay, bestes Spiel, auf der ganzen Welt, nice. Was will der gegen mich machen? Kassier, meine Fi- What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wie ich in diesen Videos auch rumgeschrien habe, das ist voll heftig irgendwie. Ich habe übrigens noch irgendwann ein Donkey Kong 64 Funny Moments Video erstellt, auf Schweizerdeutsch. Und dieses Video hat 257 Aufrufe, 32 Likes und 0 Dislikes. Ja moin, man sieht, bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich extra noch aufgeräumt. Und ich hatte bei dem Video eine Cap an, dann habe ich noch auf einer Cap zwei Bananen hingetan. Und hier hatte ich dann noch den Preis für die Bananen auf meine Stirn draufgeklebt. Ich habe aber so viel herumprobiert auf meinem Michelux Kanal. Moin moin, liebe Leute! Und willkommen zu meinem neuen Funny Moments Video. Und in diesem Video, den wir Donkey Kong 64 spielen. Wie ihr seht, ich bin vorbereitet, wobei etwas fehlt noch. Oh, jetzt sind wir vollständig. Okay, gut. Ja, machen wir halt gar nicht zum Aff. Aber apropos Aff, bei Donkey Kong 64 gibt es Affen. Hum! Gib Gas, spring, spring! What the fuck? Ah! Leute, wir haben gerade 5.18 Uhr und ich bin gerade dieses Video am Schneiden. Und ohne Witz. Ich finde es gerade mega lustig, auch dieses Video zu schneiden und zu sehen, wie crazy ich manchmal war bei den Videos von Michelux und wie ich halt selber darauf reagiert habe. Aber ja, Leute. Ich schalte jetzt erstmal weiter an diesem Video. Friss mir die Fuß aus! Komm schon hoch! Ah! Er frisst da! Ah Mann! Friss das! Nein! Kill die Tante! Hum, Chunky, du schaffst das! Yay, was will der Mann? Also bin ich jetzt verlügen gegen den? Hey, wo ist der? Wo ist der? Schade, schade! Wo ist der? Jetzt schade! Wo ist der? Wo ist der? Ey, also bin ich das noch schaff? Nein! Ich glaube, wir haben uns den Michelux-Kanal genug gut angesehen. Wir wissen jetzt ungefähr, wie ich damals meine Videos handgehabt habe. Ich habe sehr viel rumgestirn, ich habe sehr viele Geräusche von mir gegeben, ich bin öfters ausgerastet. Und ich muss sagen, die Videos haben schon einen gewissen Unterhaltungswert für mich selber. Also es gibt Momente, die ich schon ein bisschen lustig finde, weil ich an gewissen Situationen viel zu übertreibe. Aber wie ihr selber seht, ich bin in meinen heutigen Videos anders drauf als früher in meinen Videos bei Michelux. Also es gibt natürlich immer noch Momente, wo ich ausraste oder vielleicht komische Geräusche von mir gebe. Aber ich bin definitiv in dieser Hinsicht ruhiger geworden. Und ja, Leute, ich denke mal an dieser Stelle beende ich dieses Video. Ich danke euch noch fürs Zusehen. Also, tschüss, Leute.